Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Naturholz Dekoschale oder aber auch Servierplatte selber machen könnt. Mein Mann hat mir diese Holzstücke geschnitten und mitgebracht. Ich habe die erstmal von beiden Seiten richtig geschliffen. Ich hatte unterschiedlich größere Holzstücke. Nachdem ich die geschliffen habe, habe ich Überreste einfach mit einem Pinsel abgemacht, dann nochmal mit Küchenpapier sauber gemacht. Ich habe jetzt alles geschliffen, je nachdem, was für eine Holzart das ist. Und wie die geschliffen werden, sehen die alle unterschiedlich aus. Und das finde ich auch das Schöne daran. Jetzt will ich das Ganze nochmal absiegeln, und zwar mit Holzöl. Das ist Öl, ist extra für Holz geeignet und lebensmittelecht, weil ich ja auch zum Beispiel etwas Gebackenes darüber servier oder für meine Fotos benutze, ist das natürlich wichtig für mich, dass das dann auch lebensmittelecht ist. Ich werde jetzt alles mit Öl einfach einreiben. Man nimmt einfach ein bisschen Öl. Man kann das entweder mit einem normalen Tuch oder auch Papiertuch einfach einreiben, bis das Ganze auch eingezogen wird. Und nimmt auch Farbe an. Dann lasse ich das 24 Stunden trocknen und wiederhole das noch einmal. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Ich verwende sehr viel Holz auf meine Videos, deswegen ist das auch genau passend. Die kleinen, die benutze ich dann immer als Untersetzer. Wenn ich meine Videos aufnehme, dann gebe ich immer die Gläser darüber. Und das sieht dann auch wirklich sehr, sehr schön aus. Ihr könnt natürlich auch ein Mikrofasertuch nehmen. Wichtig ist natürlich, dass ihr das richtig austrocknen lassen müsst. Das darf nicht zu feucht gelagert werden und auch nicht direkt an der Sonne, sonst gehen die kaputt. Die haben dann einen Riss. Das sieht aber auch sehr schön aus. Und das ist das Holzstück, das nicht richtig getrocknet ist. Also wenn das nicht richtig trocknet, direkt an der Sonne ist, dann haben sie überall Risse. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich finde das so sehr schön. Ich kann meine Torten darauf servieren und Fotos machen. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm. Hier werde ich dann nur eine Seite mit Öl bestreichen und die andere Seite werde ich einfach Natur belassen. Hier seht ihr auch den Unterschied, also wie das dann aussieht. Einmal die Seite und dann die Seite, die ich Natur belassen habe. Jetzt lasse ich das Ganze einfach einmal trocknen. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich könnte das jetzt eigentlich nochmal mit Öl bestreichen, dann wird das dunkler und einige habe ich dann einfach so Natur belassen. Wie gesagt, ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Ich hoffe, dass euch auch diese Idee gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet und meinen Kanal abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.